Falls die Herrschaften noch nicht bei der Logistikkoordination vorstellig geworden sind, empfehle ich das als zweiten Schritt zu tun. Dort gibt es eine Liste von Signalhörnern. Wo ist denn jetzt erstmal der Befehlsherrenhügel? Heißt das Ding doch, glaube ich. Wo die hohen Herrschaften sitzen, die sozusagen jetzt wirklich Befehle geben, ganz viele? Ein Hochkammerlet. Okay. Gut, ich wollte nur wissen, ob wir den Befehlsherrenhügel einsehen können, aber das können wir auf gar keinen Fall von unserer Position aus deinem Wald. Was ist nun die Planung gewesen, was den Schwarzen Drachen selbst angeht? Für den Schwarzen Drachen selbst gibt es keine finale Strategie, da wir gezwungen sind, auf sein Handeln zu reagieren. Wir wissen nicht, ob er sich selbst in die Schlacht stürzen wird. Wir wissen nicht, ob er als Kommandeur zurückbleibt. Wir wissen nicht, ob er überhaupt anwesend ist oder eine andere Schreckenei plant, die uns zu Leid gereicht, sondern können auf ihn nur final reagieren. Ist denn zumindest dieses Drachentod-Ding in Position gebracht worden für mögliche Nutzen? Ja, wer hat die Lanze? Die Lanze Finsterfans und weitere Drachenträger stehen für etwaige Einsätze bereit und sind bei ihrer königlichen Majestät Königin Ema von Gareth zum Hause Nebenain. Ja, was und werden bei Bedarf eingesetzt. Was mit Drachentod, der Kugel? Ist der Meister Darpeb seine Artefakte freigegeben oder schlummert das Ding noch in den Bergen? Dazu habe ich keine vorliegenden Informationen. Ich bitte um Entschuldigung. Ach, verfluchter Drache. Ich habe euch gesagt, auf den kann man nicht trauen. Geschubte eben, was soll man dazu sagen? Aber was ein etwaiger Huras kaiserlicher Bündeldrache in sein Werk tut und was wir vor Ort tun machen, sind zweierlei. Wir können hier nur unser Bestes geben und wenn die Herrschaften sich entschieden haben, gilt es auf meiner Seite auch so noch zu erfragen, ob ihr etwas braucht. Fair. Meine Begleiter werden Streitreiser brauchen. Pferde und ich brauche diese Erschöpfungspillen und vielleicht nochmal 2-3 Heiltränke. Ansonsten? Für Pferde, finale Ausrüstung, als auch die Koordination und in Erfahrung bringen der verschiedenen Rufsignale, welche per Hörner weitergegeben werden, wie Angriff oder Rückzug, könnt ihr euch in der Logistik-Leitstelle abholen. Ich werde euch ein Empfehlungsschreiben ausstellen, das bestätigt, dass ihr als Spezialeinheiten zu der schweren Kavallerie in den Wäldern als eigenständiger Kleintrupp hinzugefügt werdet und dass ihr final Pferde und andere Ausrüstung für die Kavallerieeinsätze braucht. Dieses Schreiben gebt ihr dort bitte ab und fragt gleichzeitig nach jemandem, der euch einmal probeweise diese Hörner und Signale vorführt, auf das ihr, wenn ihr sie hört, erkennen und reagieren könnt. Ich danke für die Anwesenheit. Und schickt bitte die Nächsten hinein. Sie warten sicherlich schon draußen. Ich schau mal kurz auf diesen Schein. Stehen da Namen drauf oder einfach nur die Haltenden? Nö, er hat eure Namen notiert. Schreibt noch Spurgels und Morenes mit drauf. Mein Magier konnte nicht anwesend sein. Mhm. Was ist denn mit dem Geweihten? Er geht nochmal mit Feder und Tinte zu Papier und fügt zwei weitere Namen hinauf. Sagt meine ausdrücklichen Kondolenzbekundungen der Dame oder dem Herrn von Spurgelsen. Ich war eins in dieser kleinen Baronie. Traurig, was im Toprischen passiert. Traurig, traurig. Aber vergiss doch nicht hier Karinor. Wenn der doch, der muss doch auch was bekommen, oder nicht? Eras Karinor wird sich wohl kaum mit einem geliehenen Schlachtraus zufrieden geben. Der überhaupt reiten wird? Das ist mir einerlei. Wenn er sich euch anschließt und kein anderes Pferd bekommt, werde ich ihm vorsichtshalber trotzdem hier notieren. Und er führt den Karinor-Namen ebenfalls an. Hier, bitteschön. Was ist denn bei Spurgelsen passiert? Oder meint ihr, ist das schon lange her oder ist das irgendwas kürzlich geschehen? Ach, ganz allgemein, die Tobrier haben viel zu leiden. Erst der Zug der Oger, jetzt die Geschichte mit dem Drachen. Wer weiß, was die Zukunft noch bereithält. Tapferes, kleines, leiderprobtes Volk. Vor allem die Spurgelsens. Dann geht er ins Flüstern. Sie sind eine Familie, verwandt mit dem Herzogenhaus Ehrenstein, aber kriegen nicht die Aufmerksamkeit, die ihnen gebührt, sondern eigentlich immer nur den Ärger. Und dann wird er wieder laut und formell. Nun denn, wenn es weiterhin nichts gibt. Nein, danke. Nandus mit euch und mit uns allen. Mögen die Götter ruhend und schützend eine Hand über euch halten und eure Geschicke derartig lenken, dass ihr wohlbehalten aus der Schlacht zurückkehrt und Erfolge einfahrt. Ich wünsche euch hier Sinnes Segen
und Landus Weisheit in dieser bevorstehenden Schlacht. Das wohl, hab Dank. Und somit treten wir ab. Ah, endlich mal eine Schlacht, die nicht auf, sagen wir endlich mal eine Schlacht, die auf Taktik beruht und Intelligenz und nicht auf den anderen Dingen, wie sie sonst abgehalten wird. Vielleicht führt das ja endlich mal zum Erfolg. Gondras Gebote sind da, um auf dem Schlachtfeld Ordnung und ein Mindestmaß an Menschlichkeit zu wahren. Gegen solche Untoten sind sie, habt ihr leider recht, wahrlich fehl am Platz. Ich hoffe, dass wir trotzdem damit Erfolg haben, denn es hängt wirklich viel davon ab, mindestens das Menschen, das Leben der Menschen in Wehrheim und der ganzen Flüchtlinge hier. Wenn wir hier versagen, steht das Tor zum Reich weit offen. Dann bleibt wirklich nur noch der Abwanderung in den Süden. Kleiner Scherz, schaut nicht so. Ach, Jalan, Alanfa ist schön um diese Jahreszeit. Klingt schon wie Karinor. Das mag vielleicht sein. Aber lasst uns erstmal jetzt unsere... Also ich brauche auf jeden Fall hier von diesen Pastillen. Und ich brauche noch ein paar Heiltränke. Ja, wir müssen vor allem diese Schlachtrufsignale irgendwie bekommen. Es muss bestimmt einen geben, wenn der Feldherrenhügel angegriffen wird. Ob wir uns dann vielleicht aus dem Wald lösen wollen und dem Feldherrenhügel beistehen wollen, wenn so etwas kommt. Wer weiß, ob der Feind so etwas plant, dem zuzutrauen, ist ihm das. Glaubt ihr wirklich, dass wir dich so richtig durch Burg Auralet schlagen? Und selbst wenn sie das tun, bis wir da sind, ist es doch viel zu spät. Kamalet? Ich dachte Auralet. Ja. Auralet ist eine Wegstunde im Norden von hier. Der Bannstrahl wird schon dafür sorgen, dass doch nichts schief geht. Na, die sind da bestimmt alle einquartiert. Nicht im Felde sind sicherlich. Nun gut, sehen wir zu, dass wir diesen Quartiermeister zu fassen kriegen, solange es noch Sachen zu holen gibt. Hauptsache wirklich endlich auch einen Herrn. Derweil in Gareth. Ihr tretet gerade aus einem weiteren Hörsaal heraus und direkt vor euch öffnet sich eine weitere Tür und ja, zwei Magister treten heraus, unterhalten sich wohl gerade und dann fällt der Blick auf Abel, mir und Isarun. Ah, buenos dias, Magister. De extrabane, donde esta Bas. Vor euch stehen Dirion, Dirial von Zornbrecht, Lomarion und Poldberra. Ah, mein guter Freund Abelmir. Mein Gesichtsausdruck wird altsteinern. Isarun, ich habe viel von euch gehört. Verzeiht, wir sind ja Freunde, von dir gehört. Ich habe aber noch keine Entschuldigung von dir bekommen, dass du mich auf deiner Party nicht haben wolltest. Tja, das wird daran liegen, dass ihr keine Einladung erhalten habt. Oh, ist das bedauerlich. Ich bin mir sicher, ihr konntet euch anderweitig vergnügen. Gareth ist schließlich eine große Stadt. Wenn ihr wüsstet, was man in Gareth alles unternehmen könnte, ich glaube, ihr wäret sehr fasziniert. Welche Freuden und Erquickungen man sich doch leisten kann, wenn das Auge von Praios nicht scheint. Die zwei mögen bewahren, dass so eine Situation jemals zustande kommt. Aber ich wundere mich, dass ihr beide gar nicht in Wehrheim steht. Und die Untoten, dabei wedelt er so ein bisschen mit seinen Händen in der Luft, aufhalten mögt. Aber mir, wie geht es deiner Hand? Ist sie wieder verheilt? Hervorragend. Wir müssen uns sputen. Wir haben noch etwas zu tun. Verzeiht eure Spektralität. Wir können leider nicht verbleiben. Nicht wahr, Isarun? Ja, leider rufen uns andere Dringlichkeiten. Ich hätte noch so viele interessante Informationen. Das mag sein, aber wie gesagt, wir haben im Moment keine Zeit für euch. Vielleicht etwas später. Verzeiht mir. Ich verbeuge mich leicht und Isarun schleift sich fast mit an Polberg vorbei. Ich verbeuge mich nicht, sondern werfe den beiden nur einen eiskalten Blick zu. Viel Spaß mit Gaius. Mein Gesicht. Was war denn das? Nun ja, wir hatten ein gewisses Zusammentreffen. Nun ja, das ist nicht gefechtsentscheidend. Wir sollten uns beeilen. Wo sagt ihr, geht's zum Ausgang? Ihr habt diesen Typen schon mal getroffen? Natürlich. Wie natürlich?
Ich benötige die Informationen über gewisse Details, könnte man sagen. Aber mir, was habt ihr angestellt? Ich habe mich mit ihm unterhalten. Das ist doch nicht verwerflich, oder? Euch ist schon klar, was das für einer ist? Ein geachtetes Mitglied der Schwarzen Gilde. Ein Nekromant? Nun ja. Nicht nun ja. Seid ihr von Hesinde verlassen? Nein, aber er verfügt über gewisse Informationen, die vielleicht entscheidend sind. So entscheidend, dass ihr diese Informationen noch nicht geteilt habt? Nun ja, ich wusste hier nicht recht. Ich wollte den rechten Moment abpassen, könnte man sagen. Ich verstehe ja, dass es euch peinlich war, mit so einer Kreatur zu verkehren, aber... Ihr könnt euch nicht ausmalen, was es mir für ein Missvergnügen bereitete, seine Gegenwart zu teilen. Mhm. Fragt nicht weiter. Nein, dafür haben wir jetzt auch keine Zeit. Wir sollten uns wirklich beeilen. Nun dann, voran. Ich deute höflich mit dem linken Arm auf den Eingang. Ja, da geht's raus, das ist richtig. Ich stoße das Tor auf. Ich folge dir, Pflicht erfüllt. Ja, wieder werdet ihr eingehüllt von der stinkenden Luft von Gareth, die euch dann doch so sehr Heimat geworden ist in den letzten paar Tagen, Wochen. Es fühlt sich schon wieder so unglaublich lange an, dass ihr hier in Gareth wart, aber... Ja, Abelmir, du orientierst dich kurz. Da drüben ging es zu Witwe Brutz. Du hast auch kurz das Gefühl, kannst du ihre Kekse riechen? Nein, die Pflicht ruft. Ich schaue mich um nach einer Droschke oder so etwas, was etwas eine schnellere Fortbewegungsmöglichkeit. Ja, steht direkt vor der Tür hier in der Nähe vom Hesinde-Tempel. Dadurch, dass auch eben eine ganze Menge an Magiern geladen sind, wirst du dann hier auch deine Droschke finden. Kannst dann da einsteigen. Ja, wo wollt ihr hin? Zu Thorneisinger. Thorneisinger, jawohl. Auf dem schnellsten Wege. Wollt ihr noch etwas sehen? Seid ihr neu, Nein, Gareth? Nein, direkt am Ende. Ja, sehr wohl. 2 Silber extra, wenn ihr besonders schnell macht. Wir haben Tag in Gareth. Hier sind so viele Leute. Ja, und du merkst, wie er dann mit seinen Zügeln so dem Pferd einmal den Befehl gibt, dass es dann losgeht und so im Gänsemarsch, also tatsächlich langsamer als die Gehgeschwindigkeit, könntet ihr euch dann in dieser Droschke in Richtung Süden bewegen. Nee, langsamer als Gehgeschwindigkeit, das bringt doch überhaupt nichts. Verzeiht, ich kann nicht schneller. Vor uns ist es alles voll, die Straßen sind überfüllt. Gibt es nicht Ausweichwege, die weniger frequentiert sind? Naja, also für mich oder für die Droschken natürlich nicht, aber einige Haderlumpen laufen natürlich über die Häuser. Nun, dies ist nichts für uns. Ich fürchte, dieser Rundweg. Genießt es einfach. Lehnt euch zurück. Schnuppert ein bisschen. Keine Zeit. Nein, guter Mann, das bringt überhaupt nichts. Hier, es soll euch nicht zum Schaden sein, uns kurz eingeladen zu haben. Ich drücke ihm Silber an die Hand. Raus jetzt, Abelmir. Wir suchen uns hier einen Schmied. Gut. Hat eigentlich die Schwert und Stab ihre eigene Waffenschmiede? Da bin ich jetzt gerade überfragt, das weiß ich nicht. Die Schwert und Stab ist natürlich auch so ein bisschen... Also von deiner Position aus ist es eigentlich egal, ob du zu Schwert und Stab läufst oder zu Thorneisinger. Ja, der ist doch noch ein ganzes Stück im Süden, oder? Ja, und die Schwert und Stab dann einfach im Norden. Also ihr seid gerade eigentlich genau in der Mitte. Ihr müsst sowieso ein ganzes Stück sowieso immer nach Westen. Also ich muss gerade überlegen... Ach, aber warte mal, Eschenwort ist doch ziemlich direkt südlich von der... magischen Rüstung. Ja. Da kann man doch mit Sicherheit auch Handwerker finden. Ja. Dann würde ich vorschlagen, dass wir genau das machen. Abelmir, nach Eschenrod? Nach Eschenrod. Auf kürzesten Wege. Ja, könnten wir immer gerne wieder in der Gassenwissenprobe schmeißen. Dafür haben wir sie. Dadurch, dass Eschenrod natürlich ein bisschen gefährlich ist. Aber es soll euch gelingen, ihr könnt euch dann, noch vor dem Puniner Tor werdet ihr dann hier den ein oder anderen kleineren Weg finden, der euch dann nach Eschenrod führt.
wo dann eben auch weniger Händler unterwegs sind. Die Straßen sind nicht so überfüllt. An Witwe-Putz vorbei und dann in Eschenrod an einem Ingrim-Tempel. Der ist wohl auch in der Nähe zu erkennen, dem Ingrim-Tempel des Handwerks. Das ist wohl auch ganz in der Nähe da, wo ihr eure Schneiderlinge herbekommen habt. Könnt ihr dann ja hier nachbessern, einkaufen? Beides wahrscheinlich. Beides. Also ja, also die Waffen ausbessern und die Metallteil an meiner Lederrüstung. Ja, das sollte gehen. Die haben hier auch nicht viel zu tun. Ist ja sehr redselig. Vor ein paar Tagen waren wohl eine ganze Menge an Soldaten hier, aber mittlerweile ist das Geschäft auch wieder sehr zum Erliegen gekommen, weil die wohl alle im Norden sind und freut er sich ein bisschen über den Auftrag und fragt dich dann auch, wo ihr so herkommt und wie ihr dann eure Schwerter und Säbel so rostig bekommen habt. Aber das wird dann ausgebessert. Gut, wie lange wird das etwa dauern? Mehrere Stunden nehme ich mal an, sodass wir in der Zwischenzeit noch was anderes erledigen könnten. Das kommt drauf an, wo du jetzt hin möchtest, aber ganz generell könntest du das sicherlich tun, ja. Könntest du dir Sachen dann hier lassen und ja, so in 3-4 Stunden dann wiederkommen und dann ist es natürlich auch wieder Zeit, mit Jelef im Yassafer und dem Transversalis nach Werheim zu kommen. Sonst seid ihr natürlich viel zu spät. Ja, weil dann würde ich sagen, wir machen das, anstatt wir jetzt hier irgendwie 4 Stunden dem Typen beim Ausbessern zugucken. Ja. Also, Abelmir, ich würde mir auf jeden Fall gern noch den Vortrag zu den magischen Matrizen anhören, wie gesagt. Da begleite ich euch gerne. Dann lasst uns aufbrechen. Ich würde mir vorher noch meine Robe abholen auf dem Rückweg bei meiner Witwe Prutz. Eine frische Kleidung vielleicht. Und ja. Vielleicht sollten wir auch noch etwas einkaufen bezüglich unserer Vorräte. Heiltränke. Gute Idee, ja. Das können wir, denke ich, direkt an der Akademie tun. Das ist eine hervorragende Idee. Ja, so würden wir es dann halten. Also dann erste Frau Prutz. Erste Frau Prutz, genau. Willst du nicht noch irgendwie so deine Sachen holen? Weiß ich, wo du untergekommen bist? An der Schwert und Stab natürlich. Achso, okay, gut. Aber ich habe alles, was ich brauche, eigentlich mit in Werheim. Ja, ich würde mir halt einfach noch eine Klamotten mitnehmen, noch eine Schachtel Kekse einstecken oder so eine Metalldose mit Keksen. Und ach, Abelmir, das ist ja schön, dass du wieder hier bist. Ich habe dich gar nicht erwartet. Ich habe keine Zeit, Frau Putz, keine Zeit. Ich bin nur sozusagen auf dem Sprung. Hast du ein Glück, dass ich überhaupt da bin, Abelmir? Ich wollte eigentlich gerade zu meiner Nachbarin rüber. Das ist gut, dass ich euch treffe. Ja. So dann, ich muss los. Bin schon halb draußen. Okay. Ja, dann könnt ihr euch den Vortrag von Candera Ai Refierel anhören zur Gestaltung der Zaubermatrix. Sie entstammt dem Arkanzweig der Drakoniter und ist daher gut dafür geeignet, auch den Saka Ordo Draconis vorzustellen, mit dem ihr bisher wohl noch keinen Kontakt hattet. Ja, ist die Exekutive der Hesindekirche und wurde im Jahr 1011 gegründet. Das wird dann natürlich alles Hesindegefällig vorgestellt. Weniger Nandus-gefällig, mehr Hesindegefällig. Mit aller Dramatik werden da dann Jahreszahlen vorgelesen, Monate, Tage und da dann auch sehr dann auf die alchemistische Fakultät darauf hingewiesen. Das ist sehr ermüdend, möchtet ihr meinen. Aber, und das ist dann tatsächlich sehr spannend für euch, es gibt wohl Hinweise darauf, dass einige Krankheiten mit der Matrix verwurzelt sind. So unter anderem die bekannten Krankheiten der Zorganpocken oder auch das Sumpffieber, was man so eigentlich gar nicht erwarten kann. Da wurden wohl Hinweise gefunden, dass Xordai-Tinktur als auch das Kauen von Donfstängeln hier dann einen Übergang der Matrix erlauben. Und man ist sich da nicht ganz sicher. Hier wird gerade aktuell, das ist das neueste Forschungsgebiet und hier muss weiter vertieft werden. Man fragt dann natürlich nach weiteren Forschungsgeldern, nach Spenden und ihr erfahrt eine ganze Menge über Wunden, Krankheiten, Gifte und Alchemie.
Also die der Titel Gestaltung einer Zaubermatrix war wohl mehr, ja, reißerisch, genau das, um dann irgendwen überhaupt in diesen Hörsaal zu kriegen. Ich würde mich kurz vor Ende des Vortrags nochmal absetzen und dringend Prüschia von Galisch kurz aufsuchen. Mhm. Mir wurde im Brief angeraten, mich mit ihr in Verbindung zu setzen bezüglich des Akademiewechsels nach Punin, beziehungsweise der Grauen Gilde. Mhm. Ja, dann kannst du sie suchen und ist wohl gerade im Gespräch, ist ja auch die Spektabilität von Punin. Prüschia von Galisch kurz. Ja, ich gehe auf sie zu, verbeuge mich tief. Prüschia von Galisch, eure Spektralität? Convocata prima? Ja, ich, ja, was mögt ihr? Sie schiebt sich wieder ihren Zwicker zurück auf die Nase und schaut dich an. Wer seid ihr? Mein Name ist Adeptus Major Abelmir Jamorinis. Wir hatten einen brieflichen Disput. Eine Konversation könnte man sagen, nicht ein Disput. Ihr richtet mir an, mich euch vorzustellen, zwecks Gildenwechsel und Aufnahme in eure Punina geheiligten Mauern. Hm. Habe ich das? Ja, das, Siadon Cosma. Kümmert ihr euch bitte um unseren Adeptus Mario? Mario Abeldemir Jamorinis. Ja, kümmert ihr euch doch bitte um Abelmeier. Abelmir. Wie auch immer. Ich dringe zu dem Herrn wahrscheinlich um, der neben mir steht. Ja, ist wohl ein Referent, hat da gerade so einen kleinen Block in seinem Arm und notiert sich gerade. Abelmeier, Adeptus Major. Abelmir Jamorinis. Ja. Adeptus Major? Der Hallen des Kampfes zu Bentana. Ich zog es vor, die Gilde zu wechseln und ersuche um Aufnahme in die Graue Gilde und Aufnahme in die geheiligten Hallen von Punin, um mein Wissen zu vertiefen und meine Ausbildung zu komplettieren. Ja, ihr wollt eine zweite Ausbildung in Punin absolvieren? Nun ja, ich zog es vor, erst einmal die Graue Gilde zu wechseln. Ein Zweitstudium kommt für mich momentan nicht in Betracht, da mir momentan die Zeit dafür fehlt. Wie ihr sicherlich wisst, liegen wir mit den Schwarzen Landen im Krieg. Eine Schlacht steht bevor. Ja. Hört ihr davon? Ja, ich hörte davon. Also gut, dann habt ihr denn bereits die Gebühr bezahlt? Die Prüschia von Garnisch kurz versichert mit ihrem Brief, dass ich keine Gebühr zu zahlen hätte. Mein Titel und mein Ruhm würde ausreichen. Schließlich bin ich ein Drachentöter. Ja, natürlich. Habt ihr denn diesen Brief einmal, dass ich darüber sehen kann? Aber natürlich. Ja, ich kram halt in meinem Rucksack und mein Gewand und ziehe halt diesen gesiegelten Brief hinaus und reiche ihn. Also gut. Er überfliegt ihn einmal kurz. Gut, dann soll ich euch hiermit eintragen in die Academica Arcomagia Scholaque Arcania Puniensis. Ja? Exakt dies. Und ihr strebt welchen Titel an? Magister, oder wollt ihr darüber hinaus? Nun, es wäre wahrscheinlich sinnvoll, einen Magister Extraordinarius einzutragen. Mhm. Ihr tragt Betana, sagtet ihr, ja? Betana, exakt. Gut, dann gebt mir doch bitte eure Hand. Ja, die linke? Ja, die reicht wahrscheinlich, da wo das Siegel drin ist. Genau das. Ja, er kramt so ein bisschen in seinem kleinen Täschchen und holt dann sowas wie einen Stempel heraus, tunkt dann in eine kleine Flüssigkeit, die er dann auch so ein bisschen daneben gestellt hat, mitten so auf dem Gang, macht er auch keinen großen Hehl draus und drückt dir dann diesen Stempel auf dein Siegel. Es brennt einmal kurz, du spürst wohl, wie sich in deiner Hand die Matrix ein bisschen verschiebt und dann zieht er den Stempel wieder weg. Die Hand ist noch ein bisschen rot, glüht so ein bisschen leicht und wenn du deine Fingerspitze ein bisschen berührst, merkst du auch, wie so kleine grünliche Funken aus deiner Handinnenfläche herausstieben und das Zeichen von Betana ist überbrannt. Ein Santa Arcana Effekt?
Ja, dann wendet euch doch bitte so schnell wie möglich in der Academica Arcomagica Scholaque Arcana Puniensis. Und natürlich, ihr solltet euch auch überlegen, in welchen Gebieten ihr lehren mögt. Gut, dann wir sehen uns drüben. Ich habe noch einiges zu tun. Hervorragend, hervorragend. Ich verabschiede mich und danke euch. Verbeuge mich nochmal tief vor ihm und gehe dann zurück in den Hörsaal, wo wahrscheinlich die letzten Minuten des Vortrags hören sind. Ja, sie unterbricht dann auch, wenn sie sieht, dass du wieder reinkommst, stellt die Hände in die Hüften und lässt dich dann in aller Ruhe erstmal hinsetzen. Quietscht auch so ein bisschen der Stuhl, wenn du dann dich hinsetzt und du erntest den Blick von allen Anwesenden hier. Ich beuge den Kopf. Verzeiht, verzeiht. Bitte fort, fort. Ja, sie wartet weiterhin, bis du dich wirklich gesetzt hast und dann macht sie weiter. Beendet dann aber auch, es sind nur noch zwei, drei Sätze, die sie sich aufgespart hat. Einfach nur, um nochmal ein bisschen Empörung zu sammeln und dann könnt ihr euch ja wieder zurück durch die Stadt bequemen, bewegen, eure Waffen einsammeln und dann wieder mit Jelef Ibn Yasafar den Rückweg antreten. Es sei denn, ihr habt noch ein klein bisschen was, was ihr hier noch unternehmen wollt, aber wirklich viel Zeit habt ihr nicht mehr. Genau, also wir hatten das ja vorher schon kurz angesprochen, dass wir gerne noch ein paar Heiltränke einkaufen würden. Genau, das kriegt ihr auf alle Fälle hin. Gerade dann auch hier auf dem Konvent kann man sich sowas dann kaufen. Ja, so ein paar, nicht unbedingt Magier, vor allem Alchemisten, die dann vorne unglaubliche Summen dafür haben wollen. Aber ihr bekommt hier dann Heiltränke in jeglicher Qualität, auch dann geprüft und auch Zaubertränke. Ja, auf jeden Fall dann vielleicht noch Donf. Davon hatten wir gerade gehört. Xordai wird es wahrscheinlich nicht geben, weil es da relativ selten ist. Xordai-Tinktur, nee. Also ist jetzt auch nicht so, dass irgendjemand damit rechnet, dass jetzt hier demnächst eine namenlose Seuche ausbricht. Aber ganz generell würdest du hier zu Preisen von 150% würdest du alles bekommen. Und es gibt sogar einen Stand dann von der Bruderschaft der freien Wissenschaften, also da, wo du in den Kellern schon standest, und die werden dann sogar 200% verlangen, aber auch da würdest du dann ja, den Rest bekommen, wo du vielleicht dann das schnell einsteckst, bevor Isarun das nicht sieht, also wenn du da irgendwie... Nö, dann kannst du mal Sachen wie Donf vielleicht... Ja, nein, kriegst du alles, ja, so ganz, ganz normale Sachen, dann 150%, das ist viel zu überteuert, aber passt. Gut, was machen die anderen derweil drüben, nachdem sie aus Kamalet und bei Nondurion entlassen worden sind? Marschieren direkt zum Quartiermeister, gehen nicht über los und ziehen ganz andere Karten an. Ja, ihr bekommt dann die Pferde gestellt in einem Stall, die werden einfach stehen, wird euch dann auf die Platznummer zugewiesen. Bekommt dann da auch ein kleines Siegel, einfach so ein kleines Lederstück mit einem aufgebrannten Siegel, wo ihr dann auch eure Pferde erkennen könnt, und damit ihr später auch nicht als Pferdediebe oder sowas dann deklariert werdet, dass es dann einfach ja, Staatseigentum ist. Die Pferde gehören also dem Mittelreich. Kriegen wir auch Erschöpfungspastillen und Heiltränke? Das bekommt ihr natürlich auch, steht ja auch alles dann auf den Zetteln, die euch Nondurion ausgegeben hat. Kann ich da irgendwo einen Rossharnisch abgreifen? Ja, sicherlich. Kriegst du auch. In welcher Quantität bzw. Qualität bekommen wir Heiltränke und Erschöpfungspastillen? Quantität C, vor allem, weil das alles sehr viel verdünnt ist, und da dann maximal 3. Für euch 3 Stück mit Qualität C. Wenn du dann aber neben dir so ein paar Soldaten hörst, die da auch gerade eingedeckt werden, die bekommen tatsächlich nur Würselkrauttrank. Und gucken dann sehr neidisch zu euch rüber. Also für uns insgesamt alle 3, wir kriegen insgesamt 3 Heiltränke, richtig? Jeder von euch kriegt 3. Ah, okay. Und alle anderen bekommen dann nur Würselkrauttränke gereicht und jeweils nur einen. Da geht es dann auch vor allem darum, dass die nicht viel haben. Und gerade wenn dann einfache Soldaten an der Stückzahl von 2400 Soldaten oder auch noch mehr dazukommen, da kann man nicht jedem 3 Tränke in die Hand drücken, sondern das sind dann, wie gesagt, sehr einfache, sehr profane Würselkrauttränke. Und die Pastillen, also dass ich mehr Ausdauer kriege? Ja.